Und hier sind wir wieder zum, ja, wahrscheinlich letzten Part des Hauptspiels. Auch schwer. Ja, nimm dir eine Fackel und arbeite mal. Wo lang? Für deinen YouTuber, Mann. Wo genau? Ach so, der Haupt, der ganz vorne ist noch gar nicht entzündet. Entzünde ich mal den da. Ich schaff's hier nicht durch. Jetzt ist mein... Oh, wirklich. Ach nee, hier komme ich eh nicht alleine durch. Okay, dann gehe ich mal den Weg, den ich vorhin, den ich noch nie gegangen bin, weil du nicht immer gegangen bist. Ja, ist doch schön, dann siehst du mal was anderes. Ah, okay, dem da warst du. Ah! Au! Okay. Au! Ich sehe die immer. Das ist der einfachste. Hä? Du bist, warum bist du gestorben? Ich war schon von Anfang an tot, bin ich sicher. Von Anfang an? Woran denn? Die Stacheln. Ja, was? Die Stacheln sind auch voll bescheuert. Das sind zwei Stachelflächen, auf einer ist ein X drauf. Anscheinend heißt das aber gar nichts. Ich dachte, das heißt irgendwie, dass die eine kaputt wäre. Ja, aber das war ja nur auf einer. Ich dachte, eine von den beiden wäre safe und dafür steht dann das X. Nein, scheinbar nicht. Nö, ist nicht safe. Gerade getestet. Hä? Ja, achso, jetzt ist die. Wann ist denn die ausgegangen? Soll mit Face benachrichtigen. Das sieht man doch. Willst du mich verarschen? Auf dem Weg ist die ausgegangen? Also der ist jetzt echt nicht weit. Ja, das verstehe ich ja auch nicht. Die. Erklär mir das. Du hast doch oben eine Leiste, dann siehst du doch alles. Ja, ich hab das ja auch nicht gecheckt. Deswegen wundert mich ja noch so. Welche Seite machst du jetzt zuerst? Ja, die einzige, die man noch alleine machen kann. Warte, ist da vorne schon? Hast du hier auch schon Feuer? Okay, jetzt gehen wir, glaube ich, mehr Fackel aus. Ja, ist es. Trinken wir das mal. Scheiße. Hier ist nichts zum Anzünden. Was soll ich mit meinem Feuer machen? Wo denn? Jetzt ist die Fackel aus. Wo bist du denn? Boah. Wo bist du so bescheuert? Ja, genau deswegen habe ich ja auch gesagt, ich mache die einzige, die man alleine machen kann. Der Satz hatte schon einen Sinn. Mach sie schneller und hilf mir. Ja, komm du doch her. Du musst nicht mal eine angeschaltete Fackel mitbringen, weil ich hier so ein Mittelding habe. Du hast gesagt, du kannst es alleine, also mach's auch alleine. Ich komm hier nicht durch, die Stacheln sind viel zu schnell. Wo denn? Das ist die gleiche Stelle wie vorhin. Wo gehst du denn durch? Sag mal, achte doch mal auf die X da auf dem Boden oder darauf, durch welche Stacheln du sicher durchgehen kannst. Feuer bist du bescheuert? Du versuchst hier durchzugehen? Merkst du nicht, dass die sich immer ausfahren und die daneben nicht? Ja. Da ist nirgendwo nichts. Ja, aber da sieht man. Wenn man die ein bisschen beachtet, dann sieht man, was die machen. Wenn die so, so ein bisschen zuschaut. Und, dann warst du hier schon. Okay. Ich bin gerade eben an dir vorbeigelaufen. Was glaubst du denn? Ich dachte, du bist zurückgekommen, um mir zu helfen. Nicht, dass du das jetzt doch geschafft hast hier. Jetzt komm schon, das ist doch die Seite! Hm? Aha. War an der richtigen Stelle. Du hast, du hast das beim ersten Mal, weil wir es gespielt haben, doch auch ganz problemlos geschafft. Frag mich nicht, was los ist, aber die Dinge haben keinen Rhythmus. Doch! Sie tänzeln alle einzeln rum. Jedes einzelne kommt mal anders vor. Okay, wo hast du jetzt versucht durchzugehen? Da, wo du stehst? Ja, erst habe ich es rechts versucht und dann wurde ich nach links gedrückt und da bin ich verreckt. Deswegen liege ich jetzt hier. Ah, jetzt bin ich durchgekommen. Welcher Glück. Au. Das bringt nichts. Okay, los. So schnell legen wir die Hebel nicht um. Hä?
Weiß nicht, wovon du redest. Ich mach das Q. Wovon du redest? Ja, von den Hebeln, die hier rumstehen. Irgendwie sich ein Gitter bewegt. Jetzt das F. Etwas machen wir wohl richtig. Hat nicht gereicht. Hä, lol, man kann den ja nochmal drücken. Schräge A, bitte. Nichts anderes, die haben wir doch schon. Ja, mich wundert überhaupt, dass das geht. Okay, ich habe Feuer gemacht. Du hast ein Feuer gemacht? Wieso bist du denn da, du? Ich war auf dem normalen Zwischenweg. Hä? Ah, perfekt. Kann ich mich hier wie, kann ich mich hier an der Schale anzünden? Könntest du dich vielleicht hier heilen? Wozu? Damit ich dich nicht alle paar Stunden wiederbeleben muss. Wo ist denn der Rest? Die waren doch jetzt schon überall. Nein. Na, du warst. Ist das schon Ruhe? Wie hast du das jetzt gemacht? Oh, da ist er. Wir sind doch direkt gleichzeitig. Wie Fackel geht gleich aus! Ah! Das war knapp! Ja, ich bin durchs Holz durch, ist ja krass. Ah ja, von mir aus leg den Hebel um. Okay, hat dir das etwas geholfen? Ja, das hat den hinteren Weg leichter gemacht, wo du schon durchgelaufen bist. 7 von, welche fehlt denn noch? Das weiß ich auch nicht. Das musst du wissen. Wo soll ich das wissen? Sag mal, hast du nicht die eine? Ach, die hast du bestimmt ausgelassen. Na gut, dann bleib. Welche habe ich ausgelassen? Ja, die gleich hier ist. Ja, wusste ich doch. Ich dachte, die hättest du gemacht. Ich, ich war da doch gar nicht. Oder welche meinst du? Auf der Seite bin ich gleich in diesem Bereich, wo man zwei Leute braucht, gegangen. Ach komm! Ach, Scheißdreck! Wie scheiße bist du denn eigentlich? Woran zur Hölle bist du jetzt gestorben? Versuch mal hier durchzugehen, das will ich sehen, wie du das machst. Ich weiß gerade nicht, von welchem Bereich du redest, der so schwer sein kann, dass man da stirbt, weil der andere, der... Okay, wo genau ist der? Hier, es ist nur ein einziges Stachelfeld. Aber versuch hier dran vorbeizulaufen. Geradeaus und durch, los. Mit Feuer natürlich. Das ist der Rückweg, da kannst du es deaktivieren, wenn du den Schalter dann drückst. Was laberst du für einen Rückweg? Übrigens, wenn du dich nicht beeilst, sind wir Game Over und das möchte ich nicht nochmal machen. Schau mal. Okay. Man kann das gleich ausmachen? Macht doch gar keinen Sinn. Ja, da ist ein Schalter zum Drücken. Vor allem, wie soll das ein Rückweg sein? Auf der anderen Seite ist gar kein Schalter. Oh, ich dachte, der wäre auf der anderen Seite gewesen. Aua. Au. 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 Letztes Mal habe ich da durchgeschafft, indem ich... Naja, stehen geblieben bin, während ich Schaden gekriegt habe, bis das dann vorbeigerollt ist. Ja, aber die Dinger sind jetzt immer wieder nicht wie rein. Oh nein, bitte. Vielleicht wäre mehr HP besser. Nee. Heilige Scheiße. Oh, viel Spaß! Viel Spaß! Heil mich gerade. Das kann er nicht. Du musst jetzt ein Part in Überlänge machen. Also du willst 5 Parts mit diesem Kampf. Ja, wir können Folgendes machen. Sollte er gespeichert haben. WTF? Diesmal bin ich sicher. Was WTF? Der Gral ist hier. Was WTF? Kann ich denn aufstehen? Auf einmal greift er mich an und ich stehe wieder ganz woanders. Ich kann nicht mehr aufstehen. Sag mal, siehst du den Ladebildschirm nicht? Nein, der war da gerade gar nicht. Das ist ja das Schräge. Ich bin einmal neu gespawnt. Lol. WTF, der konnte in meiner Combo angreifen. Hey, das ist doch unfair. Wo habe ich denn einen Schildschlag? Du solltest am besten immer einen starken Angriff machen, weil ihn das in die Knie zwingt. Und dann, nachdem du ein paar Mal geschlagen hast, wieder weglaufen. Weil der seinen komischen Angriff hat, der unblockbar ist.
Warum hat sich das Kamerascrolling gerade verändert? Ich würde gerne Ego-Perspektive einstellen oder sowas. Ja, kann er, glaube ich, auch. Also ich mach's jetzt so, dreimal blocken, dann 1 drücken. Und dann schlagen und dann wieder dreimal blocken. Und hoffen, dass er nicht den unblockbaren macht. Oh, jetzt hat er es geschafft auszuweichen. Na gut, eigentlich ist es fair, wenn er das auch darf. Autsch. Sollte mich noch nicht. Ich glaube, ich heile mich mal kurz. Ich habe unendlich Inbrunst. Na, solange du schön blocken kannst. Eure kleine Rolle in meinem großen Plan ist nun zu Ende, Hugo. Versuche dort zu kämpfen, wo du besser sehen kannst. Hier in der Ecke. Ein Showdown. Lass dich nur nicht in die Ecke zwängen. Da bin ich aber gern. Er macht seinen Senkrechtschlag gar nicht mehr, was gut ist, ehrlich gesagt. Und vielleicht macht das erst wieder, wenn er weniger AP hat. Ich hoffe mal nicht. Oh shit, natürlich macht das jetzt. Fuck. Ich renne jetzt mal ganz weit weg. Gut, dass der so lahm ist. Ja, der lässt sich halt Zeit, ist ein alter Mann. Kann mich gar nicht besiegen, er hat kein Heal. Oh Mist, ich hätte Shift drücken müssen statt Leere. Ah, Dreck. Nein, jetzt benutzt er in seiner Kombi als dritten Schlag den Senkrechten, den kann ich nicht mehr blocken. Deswegen solltest du ihn am besten auch immer sofort zu Boden schmeißen. Und dann dich am besten wieder verpissen. du bist gerade dezent down. Das ist mir. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, das war gerade echt scheiße. Nein, hör doch auf! Lauf weg! Warum hast du denn nicht abgebrochen? Du siehst doch, dass er auf dich zuläuft. Wollte ich! Aber das hat irgendwie ja nicht geklappt. Deswegen habe ich ja auch geschrien. Hä? Lauf weg. Ja, wenn du den richtigen Knopf drückst, dann geht's aber auch instant aus. Auf der Haut wieder. Ich werde euch den Gral niemals überlassen, Großmeister. Okay, jetzt heile ich mich. Ich habe Inbund und Ende zum Glück. Ja, zum Glück. Gib mir noch 5 Minuten, wenn wir sie dran. Alles klar. Oder ich, wenn mir der Geduldsbalken gerissen ist. WTF, jetzt hat auch noch. Okay, alles was rot ist, lässt sich nicht blocken. Ich kann nicht abbrechen, wenn ich Linksklick mache. So ein Dreck. Dann sollst du nicht zu viel Linksklick machen. Na, ich kann auch so kämpfen. Ein Schlag, weg. Ein wenn Schlag, das wirklich weg. Funktioniert. Ein Schlag, weg. Ja, er blockt nicht jeden davon. Also im Endeffekt, ja, es funktioniert. Es dauert eine Weile. Und mir ist nicht es lieber, wenn ich so mache und er das nicht ausweicht. Nur dann komme ich hier auch nicht mehr rechtzeitig weg. Ja, du musst halt rechtzeitig aufhören, ihn zu schlagen, dass du wegrennen kannst. Das war der zweite Hieb. Soll ich immer nur einmal schlagen? Ja. Der harte Schlag macht ja auch Schaden. Erstmal noch. Maximale Heilung. Maximale Energie, pass auf. Ach, glaubst du wirklich, blocken hilft dir was? Ja, ich hab's gehofft, ich muss mit Blocken Inbunds aufladen. Wie soll ich sonst Inbunds bekommen? Naja gut, doch wegrollen kriegst du keine. Halt doch draufhauen! Also, es ist ein sehr realistischer Schwertfight, wenn alle durch die Gegend rollen. Ja, machen die Real Life auch! Einmal draufhauen, dann wegrollen. Shit! Apropos wegrollen, das hättest du machen sollen. Ja, hab ich sogar, er hat mich erwischt dabei.
Naja, in dem Moment stand der Charakter wieder gerade, als er geschlagen hat. Jetzt ist er, glaube ich, nochmal rollen können. Aber langsam, aber sicher kriege ich ihn doch da auf. Ja, langsam, aber sicher. Er hat ja leider nur eine komplette Kugel. Besser als drei komplette Kugeln, ne? Hä, ausgewichen, Knupp. Oh, der kann es auch. Super Rolle, Großmeister. Na shit. Blocken tut er auch. Also der ist echt OP, okay, der Typ. Das ist ein Boss. Die Angriffe, die sind stärker als unsere. Ja, okay, als Endboss sollte er was drauf haben, zugegeben. Hey, WTF, du lagst gerade bei mir am Boden, dann standst du auf einmal wieder woanders und hast ihn geschlagen. Weil er mich nie zu Boden geschmissen hat, bei mir zumindest. Und das hat das Spiel dann wohl auch irgendwann kapiert, dass das richtig ist. Ha, er ist nicht ausgewichen. Hau drauf. Shit. Nur vielleicht nicht zu viel hauen. Nein. Okay, ich möchte ihn jetzt mal ganz in die Ecke locken. Okay, und dann bin ich so schnell wie möglich ganz weit weg. Maximale Entfernung für den maximalen Heal. Für maximale Energie! Ohne Heal wäre das nicht schaffbar. Das will ich von dir sehen. Challenge-Video. Endboss ohne Heal. Alles klar, so gut spiele ich das Spiel. Das könntest du schaffen, wenn du gut genug Linksklick und Shift-Klick drauf hast. Boah, das ist aber dann ein sehr langweiliger Kampf. Ja, vor allem auch ein sehr langer, das dauert ja so schon lang genug. Shit. Ha! Ha! Schon wieder, zweimal hintereinander erwischt. Ohne dass er blocken konnte. Mann, bin ich stolz. Los, komm, verliert eine Kugel. Noch einer. Noch einmal. Dann ist er im letzten. Ja! Hui! Super Move! Game over! Vor der Großmeister! Hab ich die denn eigentlich? Na, werden wir sehen. Endlich ist es vorbei. Ein guter Kampf, Celian. Nehmt nun den Gral. Ihr habt ihn verdient. Warte, wann ist denn der da? Ich bin sicher, dass ihr den Mut und die Weisheit besitzt, ihn richtig einzusetzen. Zum Wohle aller. Ich muss gerade überlegen. Nein, Celian! Irgendwo war der schon da in irgendeiner Sequenz. Aber in einem hatte er recht. Dieser Becher muss zerstört werden. Die Menschheit muss ihren eigenen Weg finden, anstatt sich auf die mystischen Kräfte eines alten Artefakts zu verlassen. Zerstört? Das hieße das Schicksal der Welt, Kräften wie König aber Philipp Unsterblichkeit. Und Inquisition zu überlassen. Wir müssen den Gral zum Wiederaufbau benutzen. In Ordnung bringen, was falsch ist. Und worin unterscheiden wir uns dann noch vom Großmeister? Ich kenne Gottes Pläne nicht, aber er will uns sicher nicht als Sklaven des Besitzers des Grals sehen. Der Gral ist nur ein Mittel zum Zweck. Wenn ihr ihn zerstört, beraubt ihr uns für immer der Möglichkeit, ihn einzusetzen. Oh, super, ich kann das Schicksal bestimmen. Ach ja, kannst du was klicken? Nein, du bist dran. Naja, dann heißt es, den Gral zerstören. Wir suchen stets nach einem einfachen Weg. Wir suchen einen magischen Gegenstand, der uns groß macht. Aber wir suchen an der falschen Stelle, denn diese Größe ruht bereits in uns. Wir werden mit diesem Potenzial geboren. Menschen haben keine Verwendung für den Gral. Das war immer so und wird auch so bleiben. Oh, das war... Meister der Templer, Großmeister der Templer. Erfolge. Gut, dass du mir das sagst. Mir fehlen jetzt noch zwei... Online-Multiplayer und 5 Online-Multiplayer-Spiele mit verschiedenen Partnern. Aber was wir eigentlich noch machen können, deswegen wundert es mich, dass du das Spiel schon geschlossen hast. Na, ich möchte doch auch meine Achievements haben. Also, okay. So. Weil hier steht jetzt bekommen, Großmeister der Templer. Weil hier steht jetzt bei allem, es ist schwer. Hast du auch an das mit den Bonuszielen gedacht?
Das habe ich vorhin schon kurz gemacht, als ich kurz ausgeschaltet habe. Okay. Das ist nicht aufgefallen. Und warum bist du jetzt wieder weg? Weil das Spiel gar nicht offen war, sondern dank der Software, Steam ja denkt, das Spiel ist offen. Deswegen hast du die Benachrichtigung bekommen. So. Okay, was willst du jetzt machen? Ich erinnere mich an das Letzte, was noch nicht auf schwer ist. Merkwürdig. Ich hab doch alles auf schwer geschafft. Du kein Achievement, kein Grund es zu machen. Aber es steht da in meiner Liste so drin, also mach ich's. Okay, du darfst wieder Celia spielen. Oder willst du das mit Marie schaffen? Nee. Ich glaube nicht. Und ich möchte es auch nicht mit Marie schaffen. Ich möchte Roland haben. Aber. Roland, was aber wir haben hier? Doch zweiten drei. Na, oh, wenn du meinst. Roland, kommt mit mir. Es ist eure Beerdigung. Aber das gibt's erst im nächsten Part. Das bewerten nicht vergessen und ciao.